I swear I keep on loving you. So auf Deutsch wäre das: Du hast mein Wort und mein Wort ist richtig. Ich schwör, Alter, ich liebe dich. So, hast du mir die deutsche Übersetzung? Es gibt nicht immer noch geile Songs, wie gesagt. Besonders im Herzen und im Kopf bleibt. Und diese Atmosphäre im Konzerthaus Dortmund, das war schon ganz was Besonderes. Freundschaft, Konzertreisen, Spaß. Meine Erwartungshaltung ist, also ich habe keine Erwartung, es gibt verschiedenste Überraschungen wahrscheinlich, die heute passieren werden, die man vorbereitet hat, die ich gar nicht weiß und andere Sachen, die ich wiederum vorbereitet habe, die Gäste nicht wissen können. Erwartungen, weiß ich nicht, es soll einfach so, wir sollen einfach einen tollen Tag zusammen verleben und es ist einfach, ich bin unglaublich stolz und dankbar und es ehrt mich wahnsinnig, dass es eine Institution wie den Fanclub seit 10 Jahren gibt und sich alles um meine Wenigkeit, um dieses Thema dreht, das ist nach wie vor für mich unbegreiflich und deswegen überwiegt in mir das ganz große Gefühl der immensen Dankbarkeit für die Menschen, die einfach ja, meinen Weg verfolgen und nach wie vor es tun. Ich habe ja heute auch eine Rede vorbereitet für die anwesenden Gäste. Lieber Peter, heute wirst du 50 Jahre, das ist klar. Du konntest nie richtig mit Kohle klimpern oder ab und zu auch mal so richtig pimpern. All das war dir nie gegeben. So ist es eben. Sind die Hämorrhoide voller Blut und die Pickel voller Eider? Slebbe geht trotzdem weiter. Viel Spaß mit deinem neuen Katheter. Prost, Peter. Ja, so, das ist dann quasi das, was ich vorbereitet habe für heute. 10 Jahre FC-Jubiläum. Komm, los geht's. Yeah. Herzlich willkommen! Wir feiern den Geburtstag. Und es geht so. Lieber Peter, heute bist du 50 Jahre. Das ist klar. Das, aber ihr müsst wissen, die Hessen, die sind so ein bisschen, ne? Die sind ein bisschen. Jetzt komm, du konntest nie richtig mit Kohle knimmern oder ab und zu mal ordentlich pimpern. All das war dir nie gegeben. So ist es mir. Und jetzt kommt einer meiner Lieblingssätze. Wer es nicht hören will, der kann sich die Ohren zuhalten. Sind die Hämorrhoide voller Blut und die Pickel voller Eider? Das Level geht trotzdem weiter. Finde ich sensationell, muss ich sagen. Und jetzt kommt der abschließende Satz und da möchte ich, dass wir einfach mit einem tosenden Applaus den Tag beginnen und zwar so, das muss wirklich ein mega Applaus folgen, weil wir filmen auch ein bisschen mit, machen so Erinnerungsbildchen für alle, ja? Das muss einfach jetzt sitzen, ja? Wir haben nur einen Versuch. So. Viel Spaß mit deinem neuen Katheter. Prost, Peter! It's only free world!
Stuttgart. Auf die nächsten 10 Jahre, 20, 30, 40, was auch immer es werden. Bis wir dann zusammen im Altersheim singen oder so. Nevio, mach weiter. Vielen Dank für die 10 Jahre und auf die nächsten 10 Jahre. Wir sehen uns dann zum 20. Vielen Dank nochmal für den schönen Nachmittag. Wir sind nach Hause und wir sehen uns heute. Es war ein super Tag. Alle, alle, alle. Ja, bei Fangesängen muss man immer extra falsch singen. Achso, ohne Mikro. Das Video, wenn es euch gefallen hat. Also mir hat es schon sehr gefallen, weil es einfach ein schöner Tag war zusammen mit euch. Dann gebt einen Daumen nach oben, kommentiert das Video und abonniert natürlich den YouTube-Kanal. Ich würde mich sehr freuen. Dann können wir weiter so lustige und schöne Erinnerungsvideos unter anderem machen. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis bald. Peace.